Ironworks of Misery gegen ein Sabo-Squad. Nicht vergessen, Sabotaging wurde gebufft. Und es geht rein mit Deadlock und Grim Embrace, welche beide genervt werden, beziehungsweise eben wurden. Und Boba Bubsen hat einige Mini-Changes abbekommen, damit seine Power einfach spaßiger ist. Ich gehe jetzt also ohne Add-ons rein auch. Und man merkt, glaube ich, schon echt gut, dass da wirklich ein schöner Change durchgekommen ist. Es wurde ziemlich viel in Space Kit reingebracht von Bubba, was dem Ganzen auf jeden Fall noch mehr Spielspaß gibt, außer du haust mir eine Palette in die Fresse. Erstmal ein paar Paletten wegschreddern und dann soll das für mich auch schon für den Anfang reichen. Schätzungsweise haben sie Background-Player mit dabei, um überhaupt hinzukommen zu den ganzen Hooks. Sehr smart von ihm. Die besten Add-ons, aka Beastmarks, als auch Chilis, werden halt noch geiler dann auch sein. Aber jetzt sollte ich erstmal den Homie hier bekommen. Bidi bidi bidi. Das wäre ein Träumchen von mir. Wunderschön. Sie haben keinen Flashlight. Und ich bekomme den Hook ohne Sabo. Okay. Das ist direkt ein anderer Bill. Wie ihr seht, Tantrum wird nicht mehr so hart bestraft. Wollte ich natürlich nur kurz herzeigen. Mhm. Lässt mich da als sehr, sehr hart in der Nähe bleiben. Okay. Sehr gut von ihm. Let's go. Jetzt wird ein Sabo durchkommen. Aufpassen. Ja, da drüben ist schon mal ein Hookchen weg. Trotzdem ist das ein bisschen zu greedy, Homie. Grim Embrace proc wieder rein in Kombination mit Deadman's Switch. Natürlich immer noch ein sehr, sehr starker Perk. Und dann hook ich dich hier auch noch direkt mal. Hoffentlich ohne Sabo. Alles gut, perfekt, perfekt. Rein da. Direkt mal zurück zum Hückchen hier. Weil ich glaube, ein Rescue wird baldig schon hier durchkommen. Nope, okay. Dann shredde ich hier noch rein. Warum zur Hölle denn auch nicht? Okay, da sollte jetzt langsam wer vorbeikommen. Oh, hier also. Da geht die Sable also für den Rescue auf den Bill. Da warte ich einfach. Und denk mir schon mal, was da los ist. Ja, das sollten 10 Sekunden gewesen sein. Let's go. Das heißt, ich kann auf jeden Fall reinschallern. Aufpassen. Und war klar, mein Homie. Trotzdem unfassbar greedy. Und down geht's nochmal. Der andere Homie ist da, an dem Haken dran jetzt. Und ich gehe unerwarteterweise zu dem im Main Building. Wie man in gut Deutsch sagen würde, geff, geff, geff. Ja. Also wirklich, das Base Kit fühlt sich so viel geiler an. So viel geiler. Bubba ist nicht mehr so Addon-abhängig, wie er es mal war. Und das freut mich auf jeden Fall zu sehen. Und der Bill ist echt nicht so geil, ne? Also, gar nicht böse gemeint, aber ihr seid echt schlecht im Summon. Ihr seid echt nicht gut. Ihr habt Double Petrified Oak reingeschallert. Das reicht leider nicht.
Chili ist natürlich halt immer noch ein sehr, sehr geiles Addon. Genau deshalb, also beide Chilis, egal ob Yellow oder Purple. Okay. Ich habe mich eh verklickt. Ja, Swing war eigentlich nämlich nicht geplant. Aber all good. Komm nochmal von hier. Er geht rescuen währenddessen und ich komme wieder back. Überraschend. Schade. Man kann es probieren. Man kann es ja probieren. Das sind direkt beide Bills oder was? Okay. Man kann jetzt zwar nicht aus so einer großen Range wie mit Beastmark Chili Kombi hier reinschallern. Aber wie ihr seht, ist da trotzdem eine große, große Range möglich. Sehr schön. Wundervoll gespielt von ihm. Down geht er trotzdem. Und guess what? Du kannst im Basement nicht sabbeln. Oh nein! Wie schrecklich! Er hat meinen Hook sabotiert! Ja, gut. Ja, gut. Also, Sabo ist jetzt auf jeden Fall stronger als vorher, ne? Ihr lasst das aber nicht so wirken, meine Homies. Das war kein Sabo-Nerf. Sabotaging wurde gebufft, Homies. Quick bleiben. Auch mal ein bisschen besser nutzen, die Scheiße hier bitte. Okay. Bisschen weird, aber all good. Und ja, zu Deadlock und zu Grim Embrace habe ich eigentlich nicht viel zu sagen. Die paar Sekunden, die da halt runtergenommen werden von den Blockaden, sind halt nicht schlimm. Ist trotzdem natürlich ein Nerf, aber ist jetzt nichts Gigantisches. Und die Perks werden immer noch sehr, sehr gut bleiben. Der letzte Perk, den wir uns dann auch noch anschauen werden, ist Painless, wo eben 5% weniger vom Generator abgezogen werden, was ebenfalls nicht schlimm ist. Let's go. Ja, Bubba fühlt sich geil an. Er fühlt sich sehr, sehr geil an. Die Füllungen, Bubba. Wurde gut gefüllt. Ich halt mal Maul. What the fuck? What the fuck? Okay. 40 Sekunden Blockade. Wir würden die Obsession sehen, aber guess what? Die Obsession existiert nicht. Beziehungsweise nicht mehr. Und da ist die Sable Salveson. Was geht, was geht, was geht? Oh, wirklich? Die geht da einfach hin. Ganz, ganz frech, sagst du. Und denkt sich dann so, ja. I am the hero of the night. Wow, wow, wow. Nee, bist du nicht. Bist du einfach nicht, Sable. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Okay. Also ich bin bisher wirklich vom kompletten Chapter ein gigantischer Fan. Ein gigantischer Fan. Vecna fühlt sich viel geiler an als auf dem P2B. Chucky, der nervige Part, wurde weggemacht. Und der geile Part wurde gebufft. Und jetzt bei Bubba, die Basekit-Changes fühlen sich viel, viel geiler an einfach. Vor allem eben auch, wie ich es euch schon gezeigt habe. Man wird nicht mehr so hart bestraft. Es ist noch immer eine harte Strafe. Es tut noch immer sehr, sehr weh, wenn man da reinkommt, aber es ist viel weniger schlimm. Und es macht eben Bubba zu lernen auch viel, viel weniger depressing, weil es gibt so viele Leute, die einfach nicht Bubba lernen wollen, weil sie dann mal 30 Minuten in der Animation stuck sind, wo Bubba kurz mal ausrastet. Ich finde alles sehr geil. Chili in Space Kit, ein bisschen Speed in Space Kit, alles in Space Kit. Insta-Downs mit M1s in Space Kit, alles in Space Kit einfach. Ja, komm, dann machen wir nochmal einen Shack Chase, sagst du? Spiel mir was vor. Spiel mir was vor. Warum spielst du nicht? Warum spielst du nicht?
Wo ist deine Gitarre? Monster. Du Monster! By the way, ist es jetzt auch viel großzügiger, wie man bumpt. Wirklich, wenn man nur komplett in die Wand fährt, bumpt man. Ich habe da schön langsliden können. Und das fühlt sich auch echt gut an. Es fühlt sich auch echt gut an. Wirklich, wirklich nice. Wirklich, wirklich nice. Ja, Big Fan, was soll ich sagen? Also bisher alles sehr, sehr geil. GGs gehen raus. By the way, momentan noch Double Blood Points unterwegs. Kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut mit als auch annehmen. I'm sorry, aber ich habe das jetzt nochmal gesehen. Ich wollte schon rausgehen, aber ich habe es nochmal gesehen. Ihr habt keinen einzigen Sabo geschafft. Ihr habt keinen einzigen Rescue dadurch bekommen. Ihr habt gar nichts dadurch. Alles gut, alles gut.